Everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder LS17 auf der Bizim Koi 66. Und zwar bin ich da mit unseren neuen Tankwagen hier unterwegs Richtung Raffinerie. Wollen da mal ein bisschen Treibstoff besorgen. Und das nachher eigentlich da zur Kiesgrube. Kiesgrube oder wie nennen wir das? Kieswerk bringen. Und dort eigentlich schauen, damit wir das in Betrieb nehmen können, damit das da läuft, damit da Sand produziert wird, damit wir Sand verkaufen können. Sand ist immer gut, Sand kann man nie genug haben. Sand ist sehr unangenehm, Sand kann wehtun. Nein, damit wir da Sand verkaufen können. So, jetzt habe ich mir das Loch gemerkt, bin ich da langsam drüber. Genau, das ist eigentlich der Plan heute. Wir haben jetzt hier noch in den Fendt einen stärkeren Motor eingebaut. Wir hatten vorher 220 PS, jetzt haben wir 260 PS. Läuft bis jetzt ganz gut. Bis wir können noch einen 280 PS Motor hier einbauen und dann ist aber fertig. Boah, die kommen aber hier rumgeschossen. Dann ist da fertig. Aber jetzt, gut, der ist leer. Leer ist immer gut, da fährt er natürlich tipptopp, wenn er beladen ist. Sieht es denn natürlich nachher anders aus. Warte mal, wo muss ich hier lang? Ich glaube da hoch und dann irgendwo rüber. Genau, sonst sind wir eigentlich immer noch am Ernten. Mittlerweile sind wir mit dem Weizen fertig, machen da Raps. Aber wir haben noch das ganze Stroh drauf zu liegen. Da bin ich eigentlich noch nicht zugekommen. Werde ich demnächst gleich mal machen. Dachte, vielleicht starte ich erstmal hier die Raffinerie. Oder hol das... Hol mal den Treibstoff von der Raffinerie ab, damit ich... Die Raffinerie läuft ja schon. Damit ich... die Kiesgrube, das Kieswerk in Betrieb nehmen kann. So, wo ist denn jetzt hier wieder der Eingang? Ich glaube hier irgendwo. Boah, der neue Tank sieht ja schon wieder lecker aus. So, hier sollten wir eigentlich was bekommen. 6400. Okay, ist jetzt nicht die Welt. Aber wir haben eigentlich auch noch nichts groß reingebracht. Wir werden jetzt hier mal gerade den Drescher vielleicht leer machen. Mit dem Überladewagen natürlich hier. Da haben wir die Anhänger schon positioniert. Der kann dann nachher da weiter dreschen. So, machen wir mal Licht hier. So, der hat noch keinen größeren Motor bekommen, aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten natürlich dran. Wir wollen hier die Geräte ein bisschen auffrischen. Vielleicht wechseln wir sie noch im späteren Verlauf. Auf jeden Fall müssen wir da größere Geräte haben. Okay. Das läuft. Mit denen können wir eigentlich schon wieder zurück. Alles klar. Hat jetzt nicht ganz so viel reingepasst, wie wir vielleicht... war jetzt nicht ganz so viel drin, wie wir vielleicht gehofft haben. Aber wir werden jetzt demnächst mal hier so eine Ladung Raps, wir ernten ja gerade Raps, hierher bringen und da ordentlich Treibstoff produzieren. Wenn dann mal so ein Anhängerzug, glaube ich, hierher fahren. So ein paar
paar tausend Liter Raps, dann kriegen wir da auch ein bisschen Treibstoff raus. Abfall gibt es glaube ich auch, Kompost, also gar nicht so schlecht, wenn da noch was rauskommt oder zweierlei Sachen eigentlich rauskommen. So, okay, die erste Hürde haben wir. Okay, 260 PS ist wahrscheinlich nicht so viel. Das war das, was wir uns leisten konnten. So, okay, dann müssen wir jetzt zur Kiesfabrik hier. Kieswerk. Schauen, ob wir da die Abkürzung noch finden. Das ist nämlich, glaube ich, über die Brücke. Über die Brücke ist gefährlich, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Die Autos fahren sehr mittig. Sie nehmen da keine Rücksicht. Wenn jetzt hier einer kommt, knallt er uns voll rein. Wir müssen da ganz rechts fahren. Okay, wir nehmen mal hier. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin schon. Irgendwo da hinten kommt es nämlich. Man kann es noch nicht sehen. Es kommt gleich da ein Nebel auf hier. Aber wo ich nochmal darauf hinweisen will, wir haben schwarze Felgen gekauft für den Anhänger. Sieht doch cool aus, oder? Sieht doch böse aus. Okay, mittlerweile sind sie braun. Alles klar. So, die Richtung stimmt. Wir fahren hier nach Kompass, weil sehen tun wir nichts. So, jetzt kommen, gib mal Gas hier. So, wir biegen hier ab. Irgendwo kommt es nämlich hier hinten. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Bleibt ruhig. Wo ist denn das jetzt hier, der Scheiß? So, ich glaube, ich kann schon den Kieshaufen sehen. Leicht im Nebel. Langsam wird er sichtbar. Und wir fahren hier eine schräge Böschung hoch und kippen gleich um. Hallo? Was ist denn hier los? Okay, hier ist die Abzweigung. Alles klar. Haben wir gefunden. Zug kommt hier sowieso nicht, außer ich fahre selber. So, da ist es. Da ist auch wieder Schlamm. Das ist klar. Immer da, wo wir unbedingt durch müssen, ist auch Schlamm. So, jetzt sollten wir das da auffüllen können. Theoretisch. Jawohl, das funktioniert. Hier stand eigentlich Abfall dran. Das letzte Mal, aber da meinen sie sicher nicht Abfall, sondern... Okay, schon voll. Wir lassen den kurz da stehen. Gehen nachher nochmal dahin, wollen natürlich sehen, ob das denn da das Kieswerk angelaufen ist. Und wenn denn, sobald es geht, eigentlich hier das erste, den ersten Anhängerzug eigentlich zur Raffinerie bringen. Und dann läuft schon mal die Raffinerie weiter. Das wäre doch nicht schlecht, oder? So, okay, der kann da weitermachen. Da haben wir eh noch Platz. Puh. Den können wir, glaube ich, noch nicht so richtig starten, weil da muss ich erst noch das ganze Stroh, oh Gott, noch aufnehmen. Okay, läuft schon. Läuft schon, alles klar. Was haben wir hier schon? Okay, es steht einfach falsch dran. Da steht zwar Treibstoff, Reste, Abfall.
Okay, Kompost. Aber wir sollten jetzt hier hinten. Ich glaube, hier war nämlich auch eine Anzeige. Genau, da haben wir schon 4000 drin. Also, Sandproduktion läuft. Cool. Das ist cool. Das gefällt mir. Den brauche ich wieder, den Traktor. Dann könnten wir eigentlich auch, wenn die Raffinerie läuft, wir haben ja auf dem Hof quasi auch so Tanks. Aber ich glaube, wir können da nicht selber tanken. Ja, vielleicht ist es auch für irgendeine Produktion. Aber das nächste Mal machen wir da auch mal einen Schluck rein. Vielleicht sehen wir dann schon irgendwie was. So, okay. Ich fahre mal zum Hof. Der ist ja gleich hier hinten irgendwo. Wir werden da mal den anderen Anhänger Dingens da Zeugs noch zum Feld hochfahren. Und dann muss ich, glaube ich, noch ein bisschen Kompost abfahren. Kompost. Nee, wir müssen Stroh abfahren für Kompost. So wird ein Schuh draus. So, wir fahren mal hier Feldweg lang. Feldweg ist immer cool. Gibt es immer unerhofft Schlamm. Sag ich ja, unerhofft. Okay, jetzt muss ich aber auf die Straße, sonst komme ich nicht mehr zum Hof. Und bei den nächsten Traktoren, was wir da kaufen, müssen wir unbedingt schauen, damit wir da welche kaufen, wo wir auch Zwillingsbereifung montieren können. Weil alles andere ist ein bisschen blöd hier. Außer zum Abfahren. Zum Abfahren geht auch ohne Zwillingsbereifung. So, ich glaube, das kommt da hinten rein. Genau. So sieht's doch gar nicht so schlecht aus. Okay. Boah, ey, dieser Schlamm, der mir nicht mehr aus der Rille geht hier beim Traktor. Puh. Okay, ein Anhänger ist ein wenig gefüllt, der andere ist noch leer. Wir können das jetzt einem, entweder wir bringen das weg. 17.000. Oder wir fahren hoch und lassen das da noch einmal füllen. Ich bring's, glaube ich, weg. Okay. Ich mach da noch weiter. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald.